Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Kavdax Food anzunehmen bei Fekgav im Scholassar Becken. An dieser Position ist eine wiederholbare Quest bei den Wildherzen. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Questgebiet ist, außerdem fliegen kann. Wegen dem Fliegen, ich halte mich am Boden, so könnt ihr jederzeit die Wege nachverfolgen. Wegen zu hohen Level. Ich glaube, das Video würde euch auch nicht mehr helfen, wenn ich jeweils 10 Sekunden lang gegen einen Gegner kämpfen würde. Also, das Video sollte genauso hilfreich sein, wie wenn ich hier zum Beispiel in VOTLK Classic die Quest machen würde. So, als erstes müssen wir sein Blut besorgen. Die droppen schon von den Mobs, die für die Quest benötigt werden. Zum Beispiel Funkensprüher, Funkenbesprühter Krieger. Bei mir hat es schon der erste Mob dabei. Könnte aber sein, dass ihr 3-4 Mobs töten müsst, bevor ihr dieses Blut lootet. Ihr braucht Blut der Orakel. Mit diesem Blut der Orakel müssen wir uns zum Tempel oder Altar von Katarak bewegen. Das mache ich jetzt, zeige euch, wo der ist und was da zu machen ist. Ich habe übrigens auch einen Twitch-Kanal, Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. So, hier ist Altar von Katarak. Oder von Kavdak. Entschuldigung, Altar von Kavdak. Was ist das da? Wer hat das da hin platziert? Inventar öffnen, Quest-Item benutzen. Und jetzt habt ihr es wesentlich einfacher gegen diese Mobs. Der hat Kopfzerkracher. Greift mit einem gewaltigen Kopfstoß an, verursacht in einem kegelförmigen Bereich von dem Zauber dann 465% des normalen Schadens. Diese Werte könnten in VOTLK Classic anders ausfallen. Aber dieser Kavdak sollte euch auf jeden Fall helfen. Boom. Zumindest in WoW Retail kann man die Mobs teilweise mit einem Schlag zerstören, sage ich mal. Denn man tut sie wirklich mit einem Schlag töten. Wie es in VOTLK Classic ist, kann ich nicht sagen. Ihr könnt es aber gerne in die Kommentare posten, falls ihr auf das Video stößt und ihr diese Stelle mitbekommt. Ihr seht, mit der 1 kann man immer wieder zuhauen. Ist auch ein Flächenschaden. Man trifft mehrere Mobs damit. Und ihr könnt hier auch ein paar Mobs zusammenpullen. Dann sind die Mobs vor euch und hinter euch. Dann benutzt ihr einfach die 2. Das ist sozusagen ein Rundumschlag. So, ich habe schon 27 Mobs. Also schon über der Hälfte. Ich würde sagen, diese Quest ist in VOTLK Classic einfacher, weil da die Mobs bei euch besser adden. Ich muss direkt durch die Mobs durchlaufen und hoffen, dass die Mobs adden. 39 von 50. Wir hätten hier noch einen Anstürmer, das brauchen wir aber nicht. Und dann hätten wir hier noch Brockenwurf. Naja. Schön zu haben, braucht man aber nicht wirklich, glaube ich. 45. Und gleich bin ich fertig. Nochmal einen schönen Rundumschlag. Und dann könnt ihr schon Kavdak verlassen. Schaut, dass keine Mobs um euch sind. Und ihr nicht im Kampf seid, dann könnt ihr eventuell aufmounten und die Quest abgeben. Natürlich zeige ich euch das auch noch. So, dann geht's hier entlang.
Sollte dieser NPC, Schamane Jack-Jack, ein Fragezeichen haben, könnte es sein, dass er gegen die Mobs im Kampf ist. Dann könnte wir ihm helfen und dann ist er ganz normal da. Quest ist abzugeben bei Schamane Jack-Jack im Schloss Sarbecken an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und euch dann meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren Link zum Twitch-Kanal. Ich freue mich auf euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.